In Stuttgart, ja. So, auch Frankfurt, eine Stadt, hart getroffen vom Krieg. Hier war ja nichts, hier war ja alles weg. Auch eine Stadt mit Geld, daher die Verbundenheit. Mauer, besucht Frau, Klasse im Umlauf, liest aus seinem... Von seinem Zettel ab. Opus. Das ist auch ein schöner Film für einen Fernsehfilm mit Heino Fair, ich lies von seinem Zettel ab. 9 Millionen. Ja. Nein. Mit Veronika Ferres, ist ein Dreiteiler. Nein. Währenddessen gräbt er sich von Süd nach Nordkorea. Und liest von einem Zettel ab. Naja. Naja, so. Das ist auch ein schöner Titel für einen Fernsehfilm mit Veronika Ferres. Naja. Naja, der Eventdreiteiler. Naja. Oder Hannes Jenicke nach seinem solidarischen Einsatz? Sehen Sie, Hannes Jenicke, der Affenficker. Ein bisschen sparsam zu den Wörtern sein. Ja, Entschuldigung. Ich bin schon vor Begeisterung. Nee, aber da haben wir wirklich Leute befreit, wo die, also Rasierte im Kleid... Bauer sucht Frau. Wir sind ja nicht beim Fernsehen. Er hat befreit. So, also, Bauer sucht Frau. So, um jetzt wieder etwas... Da räusper ich mich. ...Niveau hier reinzubringen. Bis zu 8 Millionen Menschen saßen an der Spitze von dem Fernseher, wenn eine bestimmte Sendung lief. Zur Verdeutlichung, das ist zum Beispiel die Zahl der Arbeitsplätze, die Experten zufolge durch die weltweite Finanzmarktkrise vernichtet werden. Jeder 10. Deutsche oder komplett Österreicher. Eine weitere Ausgabe von Bauer sucht Frau. Wieder hat es RTL geschafft, einen Haufen argloser Landwirte dazu zu bringen, ihr idyllisches, harmonisches Landleben gegen eines von herzlosen Fernsehmonstern straff durchorganisiertes Boulevardchaos zu tauschen. Hochtupierte Reporterinnen, die mit ihren Köpfen im Acker stehen und ständig Dinge sagen wie, jetzt küsst euch doch mal, jetzt frag sie doch mal, warum sie dich nicht liebt. Und hast du mir nicht vorhin im Vertrauen erzählt, dass sie dir einfach zu fett ist, Heinrich? Aber von vorne. Warum sollten diese Bauern so etwas mit sich machen lassen? Naja, die Inka Bause, die kommt ja nicht mit leeren Händen. Der Deal ist, du lieber Bauer, öffnest uns alle Türen, die dir so zur Verfügung stehen, also die zu deinem Haus, zu deinem Stall, zu deinem Herz, zu deinem Gehirn, zu deiner Seele und zu all deinen perversen Abgründen, die da so in meinem Schlummern, wenn man viel alleine bei den Hühnern im Stall ist. Und wir bringen mit, was du hier niemals finden wirst. Eine echte Frau, mit allem, was dazugehört, mit langen Haaren, mit roten Lippen und schönen Namen, so wie Petra, Bibi oder Monika. Dafür gehörst du jetzt uns. Du machst alles, was wir sagen. Wenn wir rülpsen, sagst du Danke. Abgemacht? Und mit der Wagenaufsicht auf bessere Zeiten, wenn die Besatzung wieder abrückt und weit weg ein anderes Dorf in Brand steckt, sagen einige Bauern zu. Es beginnt die sogenannte Hofwoche. Die Frauen werden bei den jeweiligen Bauernhöfen abgeliefert und es drängt sich einem der Eindruck auf, nach einigen fehlgeschlagenen Versuchen bei Sendungen wie Frauentausch, zwei bei Calvas, Oliver Geissen oder der NDR-Kuppelshow Jeten. Wer mit wem? Ist Bauer sucht Frauen und wirklich der letzte Strohhalm, an den sich geklammert wird? Wie sonst könnte man erklären, dass dort erwachsene Frauen eine ganze Woche lang um so einen eigenwilligen Kauz herumtanzen, sich um dessen Zuneigung bemühen, während sich dieser in 90% der Fälle entweder überhaupt nicht mit ihnen unterhält, sie wahlweise anschreit, weil sie zum Beispiel die Rinde von gutem Graubrot nicht mitessen wollen, oder ihnen in einem Anflug von Romantik, während die Sonne hinter der Kuhweide verschwindet, ansatzlos und unverhohlen an die Brust greift. Wichtig für den Zuschauer sind Identifikationen, Markennamen. Der lustige Milchbauer Michael, Schäfer Heinrich, Rinderbauer Uwe oder eben Hühnerficker Hansi. Wenn es dann allzu langweilig wurde, die Bauern beim Himbeerpflücken fast den Eindruck machen, sie hätten vergessen, überhaupt Gäste zu haben, wird schnell mal ein Besuch einer nahegelegenen Burg oder ähnliches angeordnet. Ihr geht da jetzt hin. Frei nach Ion Tiriak. Vertrag ist Vertrag. Da läuft man dann ein bisschen im Kreis, kennt viele vom eigenen Stammbaum. Aber auch die schönste Zeit ist irgendwann zu Ende. Und dann heißt es an diversen deutschen Regionalbahnhöfen, sich noch einmal mit einer ungeschickten Mischung aus Umarmen, Küssen und Handschütteln ein wenig näher kommen. Nur ein Küsschen. Danach wird sie noch hoch und heilig versprochen, ja, also wirklich. Ich melde mich. Du musst auch unbedingt mal zu mir nach Pforzheim kommen. Zeige ich dir da alles. Für viele Kandidaten. Pforzheimer hier. Ja, die kommen immer so wie Wettkandidaten. Also früher, also als Kind kannte ich diese ganzen kleinen Städte nur, weil die ganzen so Wettkandidaten, die mit dem Bagger irgendwie ihre Frau ausziehen konnten, die kamen alle aus Pforzheim und hatten Oberlippenbart. Oder Unterhaching. Orte, wo wir Oberscheißheim. Orte, die nur in den Nachrichten sind, weil wir nur eine Familie eingemauert wurden oder sowas. Unterhaching, Schlagzeilen, Pforzheim in den News. Das gab's in meiner Kindheit nicht. Für viele der Kandidaten bleibt doch oft nur die Flucht nach vorne. Irgendwann ist ja auch mal gut mit Frühstücken im Heu, Schwimmen gehen in der grünen Suppe hinterm Haus.
am Küchentisch sitzen oder ständig aus irgendeinem Grund, den die RTL-Redakteurin sich wieder aus den manikürten Fingern gesaugt hat, Sekt trinken. Auch wenn hier die Realität geplantermaßen zur Kulisse verkommt, hat ein echtes Leben ja die unschöne Eigenschaft, immer, immer weiter zu gehen. Die Tiere stehen bis zum Knie, oder wie das bei Kühen heißt, im eigenen Dung und haben Hunger. Die Auffahrt fegt sich nicht von alleine und das Feld liegt einsam da, wie bestellt und nicht abgeholt. Wie wird das alles wieder normal? Hat sich Bauer Josef da gefragt. Wie hört es auf, dass ich zum Beispiel den ganzen Tag reden muss? Josef sah wohl nur eine einzige Chance zur Renormalisierung. Na, Rumbol, willst du meine Frau werden? Frei nach dem Motto, hier, RTL, habt ihr auch, was ihr wollt? Heirate ich die, dann geht ihr wieder, ist das klar? Narumol und Josef haben sich einst bei Bauer sucht Frau kennengelernt und werden jetzt tatsächlich heiraten. Narumol kommt aus Thailand, Josef nur vom Land. Beide wurden jedoch in der Sendung permanent untertitelt. Man hat sich oft gefragt, wie die wohl miteinander reden, wenn der Mann mit den Untertiteln abends Feierabend gemacht hat. Der einzige Grund für die Trennung von Birgit Schrowanger und Markus Lanz wohl war, dass das zu Hause der Teleprompter kaputt gegangen ist. Bekannt gegeben wurden die Hochzeitspläne von Josef und Narumol von den Hauptdarstellern persönlich auf ihrem eigenen Fanclub-Treffen. Ja, genau. Andere Herren um die 50 mit thailändischen Frauen werden aus dem Kegelverein geworfen. Josef hingegen hat einen Fanclub. Bin gespannt, weil ich den ersten aufgemotzten Golf 1 auf dem Rock am Ringparkplatz sehe, auf dem dann statt böser Onkels Narumol und Josef steht. Auf diesen Fanclub-Treffen gibt es dann Josef und Narumol zum Anfassen oder für die schüchternen Fans wenigstens Josef und Narumol beim Anfassen. Es wird Kaffee und Bier serviert. Alle kriegen ein Foto. Wenn jeder mal seinen Arm ums angehende Brautpaar gelegt hat, ziehen sich die Stars in den Backstage-Bereich des Landgasthofes zurück, um wenigstens einen ruhigen Streuselkuchen aufessen zu können. Josef ist das so lieber. Aber da habe ich sie alle mal auf einem Haufen und dann stehen die immer einfach so bei uns vor der Haustür. Weihnachten sind wir dann mal ganz alleine. Josef. Ein eiskalter Rechner, der genau weiß, wie man die regionale Presse oder die Apothekenumschau an der extra langen Leine hält. Teilchen und Blätterteig statt Rauschen im Blätterwald. Wie der das immer macht, ein Teufelskerl. Nun, man erinnert sich an die Aufregung um Günter Jauchs Hochzeit. Will natürlich jeder wissen, was genau wird passieren während der Zeremonie. Wo findet es statt? Was werden sie tragen? Wer steht so auf der Gästeliste und ist überhaupt Presse erlaubt? Erste Details sind bereits durchgesickert. Wahrscheinlich hat sich Narumol bei Udo Walz auf dem Stuhl verquatscht. Sicher scheint, der Ort ist ein bislang geheimes Bierzelt und die Heirat findet im Rahmen des örtlichen Schützenfestes statt. Sicherlich wieder ein sauber geplantes Manöver von Medienprofi Josef, der so ein paar Blendgranaten abfeuert, um die Journalie auf Trab zu halten. Damit einhergeht allerdings, dass das Brautpaar schon morgens um 5 von einigen traditionellen Böllerschüssen aus ihren geschmackvollen Bettbezügen geballert werden, um auch ja keine Minute ihres persönlichen Society-Events zu verpassen. Wichtig ist bei gesellschaftlichen Anlässen auch immer wieder das Buffet. Was gibt's zu essen? Man weiß ja nie, wer noch so kurz vor knapp einfliegt. Und wäre doch schade, wenn so Menschen wie Barbara Becker fehlt auf keinem Event, nachher auf der anschließenden Scheunenfete nur motzen in der Ecke steht, weil es wieder keine Rohkost gab. Josef hat das alles auf dem Radar und gab auf dem offiziellen Presseevent zu Protokoll Wurst, Käse, Eier. Da ist natürlich was dabei. Und wer dennoch auf Rohkost besteht, Lena, Barbara Becker, Hannelore Elsner, kann sich ja gerne selber was ausbuddeln, ist ja immer noch ein Bauernhof. Es wird sicherlich ein rauschendes Fest und eine schöne Einstimmung auf weitere neue Folgen der beliebten Sendung Bauer sucht Frau. Bislang steht noch nicht fest, ob RTL die ganze Sache live überträgt oder ob es vielleicht schon längst vorbei ist. Oder ob es mich nachdem ich diesen Text hier fertig geschrieben habe, einfach nur noch überhaupt nicht mehr interessiert. Es bleibt also spannend. Oh, Dankeschön. Bauer sucht Frau.